Jetzt ist Geisterstunde hier bei Radio Berg, aber keine Panik, wir haben die Ghostbusters da. Ja, ich wäre früher auch so gerne ein Ghostbuster gewesen, ne? Und diesen Job, den gibt's wirklich. Wir stellen euch diese Woche ja bei Radio Berg ungewöhnliche Jobs vor. Heute geht's um Thomas Pedal aus Engelskirchen und er ist wirklich Ghostbuster, also ein Geisterjäger. Welche Geister ihm schon begegnet sind, hat er Radio Berg Reporterin Annika Deist erzählt. So, jetzt dieses Klischeehafte von wegen, wir rennen da mit Kanonen durch die Gegend und dann spritzt es Schleim und dann rennen wir den hinterher. Einer wird verletzt und dann saugen wir die mit dem Staubsauger ein am besten noch. Das ist gar nicht. Nein, das ganz und gar nicht. Man sitzt da, stellt Fragen, macht Fotos, Videos und hinterher wird ausgewertet. Hast du da ein Beispiel von so einem Fall? Wir gingen an dem Kinderzimmer vorbei, das Kind war nicht da, die Fenster waren alle zu und uns kullerte ein Ping-Pong-Ball uns entgegen. Das ist ja schon so sehr Film, ja, ne? Wie in so einem The Shining so. Ja. Das war schon so. Tür ging auf, Klientin kam raus und hinter der Klientin flog im oberen Bereich eine Sprayflasche aus dem Regal, aber nicht mit dem Kopf zuerst, sondern mit dem Unterteil, mit Schwung. Also was geht einem da dann durch den Kopf? Weiter. Guck mal, was dran ist. Wir erschrecken uns nicht wirklich oder geraten nicht in Panik, das wäre ja völlig falsch. Dann werden wir einfach noch neugieriger. Neugierig, ja, wäre ich auch. Und zwar auf den Notausgang im Geisterhaus. Jeder von uns war doch schon mal eine Nacht allein zu Hause oder noch spät im Büro und kennt dieses Gefühl. Plötzlich hört man jedes kleine Geräusch ganz, ganz laut, schiebt totale Paranoia und fragt sich, ob Oma Erna von den Toten wieder auferstanden ist. Mit solchen Fällen hat es Thomas Pedal aus Engelskirchen öfter zu tun. Er hat einen der außergewöhnlichen Berufe, die wir euch diese Woche vorstellen. Er ist Geisterjäger und hat Radio Berg-Reporterin Annika Deist erzählt, dass nicht hinter jedem Spuk ein Geist steckt. Eine Witwe hat sich mal an uns gewandt. Die Gardine bewegte sich, wenn sie im Schaukelstuhl ihrem Mann saß. Ja, also mir gibt das Gänsehaut, wenn ich das höre. Aber du bist da wahrscheinlich komplett... Wir sind, wie man so schön sagt, cool da drin, also ganz abgeklärt da drin. Es stellte sich dann heraus, es war Winterzeit, Heizperiode, die Gardine war über der Heizung und die bewegte sich nur dann, wenn die Heizung an war. Ich glaube nämlich, die meisten Leute sind da wahrscheinlich empfänglicher für, als sie sich wahrscheinlich selber eingestehen würden, ja, oder? Also wir glauben an Geister, aber wir wollen, es geht uns nicht darum, die Leute zu überzeugen, dass es welche gibt. Das muss jeder für sich selber beurteilen. Aber wenn es sie gibt, sie wollen sich oft einfach nur kurz bemerkbar machen, dass sie da sind. Und wenn man das akzeptiert, dann nimmt es ab.